Ich kann die Finger einfach nicht stillhalten. Nicht weil sie brennen, sondern weil der Markt ruft. Was kann man sich für eine schönere Bescherung wünschen, als die ersten Aussaaten? Und bevor die Samen in die Erde kommen, muss ich erstmal die eigene Komposterde als Anzuchterdende nutzen. Warum ich das Ganze mache, habe bereits ein Video dazu gemacht, alles in der Beschreibung verlinkt. Schließlich geht es hier ums Leben im Boden. Von daher erstmal alles in die Eimer abfüllen. Im Anschluss eine Untersetzerplatte, ist fürs Gießen um einiges einfacher, und ein paar Plastikschalen, die man beispielsweise aus dem Supermarkt bekommt, wenn man hier Obst oder Gemüse zum Beispiel bekommt. Und das mache ich deshalb, weil in jeder Schale eine Sorte rauskommt, und da werde ich einfach großwürfig die Aussaaten setzen, einfach um Platz zu sparen und später dann die Pflänzchen vereinzeln. Jetzt die Qual der Wahl. Welche Sorten kommen denn eigentlich zum Einsatz dieses Jahr? Bei den Paprikas Aconguana, Bagusin und Elefantenohr. Ein paar weitere Sorten, die ich mir jetzt weiter züchten möchte, habe ich mir extra bestellt. Und bei den Auberginen Bangladesh Long und die Black Beauty. Chilis werde ich dieses Jahr nicht anbauen, weil es sich für mich einfach mehr oder weniger nicht lohnt. Bei den Kunden wenig Resonanz und ich esse nichts Scharfes. Die Samen großzügig ausstreuen. Eine Geheimaussaat habe ich noch für ein Experiment. Davon werde ich euch erst zum richtigen Zeitpunkt dann erzählen. Also seid gespannt. Etwas Erde oben drauf streuen. Vielleicht kennst du das vom Backen mit dem Puderzucker. Ich jedenfalls nicht. Dieses komische Ding von Gießkanne und Sprüher im einen hat mir mein Vater besorgt. Keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist und mir das mitbringt. Egal. Damit werden die Schalen von unten gegossen, denn die Pflanzen brauchen noch Wasser. Die lasse ich jetzt bei gut 20 bis 25 Grad stehen und dann einfach warten, bis sie aufkeimen. Und dann kommen meine LED-Pflanzlichter zum Einsatz, damit sie hier im dunklen Keller nicht vergeilen. Pflanzlichter und das ganze Equipment natürlich unten in der Beschreibung. Schreibt mir doch gerne, wann ihr mit der Voranzucht beginnt. Gerne auch, warum ihr so früh anfängt und welche Kulturen bei euch die ersten Aussaaten sind. Viel Erfolg für das kommende Gartenjahr 2024 und ein frohes neues Jahr. Beziehungsweise eigentlich ist ja im März das neue Jahr, heißt ja nicht umsonst Frühjahr. Egal.